Howdy, Community. Ich bin es, Hank von Trader Online Video. Und heute stelle ich euch mein schwarz-rotes Full-Power-Deck zu Outlaws von Thunder Dungeon vor. Viel Spaß dabei. Yeeha! Kurz bevor es losgeht, wechsle ich erst zur normalen Stimme. Jenna hat sich ihr Deck schon gebaut und vorgestellt. Drain wird sein Deck noch bauen und vorstellen und ich stelle mein Deck jetzt vor. Die Decks bespielen wir natürlich auch wieder und die werden dann mit Karteneinblendung auf YouTube hochgeladen. Schaut da also gerne später vorbei. Falls ihr auch mal im Trading Card Super Store mitspielen wollt, dann hole ich doch gerne ein Ticket über trader-online.de, über den Reiter Events. Kommt vorbei, wir bieten alles Mögliche rund um Magic an. So, in den Einsteiger-Deck-Duellen, spoiler ich jetzt mal, habe ich mit dem schwarz-roten Deck schon dominiert. Und ich hoffe, dass das jetzt auch hier in dem Full-Power-Deck-Format so sein wird. Wir haben Zugriff auf alle Karten der Edition von Outlaws von Thunder Junction. Und ich habe mir ein schwarz-rotes Gesetzlosen-Deck gebaut. Und da gehen wir jetzt auch mal rein. Starten tun wir im Ein-Mana-Slot, wo wir zweimal den verlassenen Minenarbeiter haben. Für ein schwarzes Mana ist es eine 2-2-Kreatur. Sagt, er kann nicht blocken. Und immer wenn du ein Verbrechen begehst, kannst du ein schwarzes Mana bezahlen. Falls du dies tust, bringe den verlassenen Minenarbeiter aus deinem Friedhof ins Spiel zurück. Es ist ein Verbrechen, einen Gegner, Karten in seinem Friedhof oder etwas unter seiner Kontrolle als Ziel zu bestimmen. Tatsächlich setzt das Full-Power-Deck nicht so stark auf, oder setzt nicht so wie beim Einsteiger-Deck-Duell komplett nur auf Gesetzlose, sondern hat auch ein ziemlich großer Faktor des Decks ist auch wirklich Verbrechen begehen. Ne? Und den kann man halt einfach immer wieder für ein schwarzes aus dem Friedhof zurückholen, was auch sehr schön ist. Spiele ich zweimal. Gehen wir mal nach ganz oben in die Ecke. Als nächstes, zweimal der Knöchling der Taschendieb. Für ein schwarzes Mana eine 1-1-Kreatur mit Todesbohrung. Und immer wenn Knöchling der Taschendieb einem Spieler Kampfschaden zufügt, kannst du eine Nicht-Land-Permanent-Karte deiner Wahl aus dem Friedhof jenes Spielers wirken. Und Mana beliebigen Typs kann ausgegeben werden, um jenen Zauberspruch zu wirken. Das ist zum Beispiel auch ein Verbrechen, weil wir den gegnerischen Friedhof zielen. Habe ich dreimal drin, weil er legendär ist, sonst würde ich ihn viermal spielen. Das ist ein super One-Drop. Deswegen, der darf da auf jeden Fall auch nicht fehlen. Weiter im Ein-Mana-Slot habe ich hier zum Beispiel auch nochmal ein Verbrechen, die explosive Entgleisung. Für ein rotes Mana ist es spontan, mit der Fähigkeit Exzess, die ist ja auch neu in Outlaws von Thunder Junction, sagt, bestimme eines oder mehrere als zusätzliche Kosten für halt das rote plus 2. Die explosive Entgleisung fügt einer Kreatur deiner Wahl 4 Schadenspunkte zu oder für plus 2 zerstöre ein Artefakt deiner Wahl. Auch sehr schön. Ist wahrscheinlich eher Kreaturen zerstören, aber Artefakte. Wer weiß, was da die anderen Spieler noch haben. Deswegen, da sind wir auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Kommen wir in den 2-Mana-Slot. Da spiele ich dreimal Wadmir frisches Blut. 2-2 sagt, immer wenn du ein Verbrechen begehst, lege eine +1/+1 Marke auf Wadmir frisches Blut. Diese Fähigkeit wird nur einmal pro Zug ausgelöst. Solange 4 oder mehr 1+1 Marken auf Wadmir liegen, hat er Bedrohlichkeit und Lebensverknüpfung. Auch sehr, sehr mächtig, weil ich denke mal doch durch nicht nur die Zaubersprüche, sondern auch durch die Kreaturen werden wir da ziemlich oft Verbrechen begehen. Deswegen, der pumpt sich sehr, sehr schön hoch. Genauso wie die Blutdealerin, auch im 2-Mana-Slot. Eine 1-1-Kreatur sagt immer, wenn du ein Verbrechen begehst, lege eine +1/+1 Marke auf die Blutdealerin. Diese Fähigkeit wird nur einmal pro Zug ausgelöst. Hat aber auch noch für 4 Mana einen Gegner deiner Wahl, verliert einen Lebenspunkt und du hältst einen Lebenspunkt dazu, was auch ein Verbrechen ist, weil wir einen Gegner zielen. Dann eine sehr, sehr schöne Karte. Spiele ich 4-mal im 2-Mana-Slot, trotz dass sie legendär ist, weil ich sie einfach eigentlich die ganze Zeit haben möchte. Das ist nämlich Vollgrim grinsende Grenadierin.
für ein schwarzes, ein rotes Mana, also es ist eine 3-2-Kreatur. Schon alleine, das ist schon sehr mächtig. Und sagt immer, wenn ein anderer Gesetzloser unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, fügt Volgrim einem Gegner deiner Wahl einen Chancepunkt zu. Ja? Assassinen, Hexenmeister, Piraten, Räuber und Söldner sind Gesetzlose. Und nochmal, um es kurz gesagt zu haben, alle Kreaturen, die bis jetzt genannt wurden, waren alles auch Gesetzlose. Das Deck hat, glaube ich, auch nur Gesetz. Nee, ein Drache kommt später noch vor. Aber sonst haben wir hier wirklich auch nur Gesetzlose drin. Heißt also, das triggert eigentlich so gut wie auch immer. Deswegen auch viermal, weil ich ihn auch einfach die ganze Zeit haben möchte, damit er auch die ganze Zeit den Verbrechenaspekt triggert. So, weiter im 2-Mana-Slot spiele ich viermal Schuss auf den Sheriff. Wie wir sehen, der 2-Mana-Slot ist hier riesig. Ich zoome nochmal ein kleines bisschen raus. Sagt spontan zwar, zerstöre eine Kreatur deiner Wahl, die kein Gesetzloser ist. Na, da muss man dann halt gucken, darf ich halt ja keinen Gesetzlosen zerstören? Ha. Aber ist halt einfach für 2 Mana zerstöre eine Kreatur sonst. Und das ist halt schon ziemlich mächtig. Und die anderen Spieler werden wohl schon eher irgendwie so Reittiere oder sowas spielen und nicht unbedingt Gesetzlose, das ist eher in meinem Deck das Thema. Aber werden sie natürlich auch haben, deswegen eingeschränkt, aber ist halt für 2 Mana zerstörende Kreaturen, ne? Da kann man sich, glaube ich, nicht beschweren. Das ist mächtig genug. So, weiter geht's im 2-Mana-Slot. Da spiele ich nämlich, lege ich jetzt einfach mal hier hin, den versengenden Schuss, auch ein Removal. Also auch ein Verbrechen, eine Hexerei, fügt einer Kreatur deiner Wahl 5 Schadenspunkte zu. Kostet aber auch 2 rote Mana. Ne? Aber halt auch eine sehr, sehr schöne Karte. Kommen wir zum 3-Mana-Slot. Den lege ich jetzt einfach mal unter den 2-Mana-Slot hier. 2-mal der Lachkasper Flint. Für ein beliebiges, ein schwarzes, ein rotes. Eine 4-3-Kreatur, die sagt, ist natürlich auch ein Räuber, also wieder ein Gesetzloser. Kreaturen, die du kontrollierst, aber nicht besitzt, sind zusätzlich zu einem anderen Typen Söldner, also auch Gesetzlose. Zu Beginn deines Versorgungssegments schickst du die obersten XK an der Bibliothek eines Gegners deiner Wahl ins Exil, wobei X gleich der Anzahl an Gesetzlosen ist, die du kontrollierst. Bis zum Ende des Zuges kannst du davon Zaubersprüche wirken und Mana beliebigen Typs kann ausgegeben werden, um jene Zaubersprüche zu wirken. Einfach nochmal ein bisschen mit der gegnerischen Bibliothek spielen. Gesetzlose haben wir ja viele, heißt also, da decken wir auch gut was auf. Und Zaubersprüche kann ja alles Mögliche sein, ne? Das kann uns da auch vielleicht nochmal das ein oder andere Verbrechen geben beispielsweise. Oder halt die ein oder andere nützliche Kreatur rausnehmen für den Gegner. Auch sehr schön. 2-mal im 3-Mana-Slot spiele ich noch mit vorgehaltenem Messer. Für ein beliebiges, ein schwarzes, ein rotes, eine Verzauberung. Solange es dein Zug ist, haben Gesetzlose, die du kontrollierst, Erstschlag. Na, die schlagen zuerst, was auch super ist. Immer wenn du ein Verbrechen begehst, erzeuge einen 1-1 roten Söldner-Kreaturenspielstein mit Tappen. Eine Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst, erhält +1/+0 bis am Ende des Zuges. Aktiviere diese Fähigkeit, wenn er X3. Diese Fähigkeit wird noch einmal pro Zug ausgelöst. Auch sehr, sehr stark von den Söldnern. Damit pumpen die sich hier alle gegenseitig hoch. Eine tolle Karte. Weil die Söldner so toll sind, spiele ich hier auch 4-mal den Anführer der Söldner, nämlich den Höllensporen-Truppführer für 4 Mana, 2 rote und 2 normale, 2-4. Andere Gesetzlose, die du kontrollierst, haben Eile. Und wenn der Truppführer ins Spiel kommt, erzeuge 2 1-1 rote Söldner-Kreaturenspielsteine mit halt wiederum Tappen. Eine Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst, erhält +1/+0 bis zum Ende des Zuges, aktiviert diese Fähigkeit, wenn er X3. Aber macht halt 3 Kreaturen sozusagen, ne, und gibt halt einen Eile. Das ist halt auch sehr, sehr schön. Oder anderen Kreaturen, anderen Gesetzlosen. So. Ne, kommen wir schon zum 5-Mana-Slot. Da haben wir nämlich 2-mal die liebe Gisa, die Grabweckerin. Für 5 Mana ist es natürlich auch ein Hexenmeister, also auch gesetzlos. 4-4 mit Abwehr 2 und 2 Lebenspunkte bezahlen. Skelette und Zombies, die du kontrollierst, haben +1/+1 und erhalten +1/+1 und haben Bedrohlichkeit. So, also müssen von 2 oder mehr Kreaturen geblockt werden. Skelette haben wir, glaube ich, jetzt hier nur den Minenarbeiter. Aber an sich, die zweite Fähigkeit ist halt die schöne, immer wenn du ein Verbrechen begehst, erzeuge 2 getappte 2-2 blaue und schwarze Zombie-Räuber-Kreaturen-Spielsteine. Diese Fähigkeit wird nochmal pro Zug ausgelöst. Heißt also, sind Zombies +1/+1, heißt also, du machst theoretisch 2 getappte 3-3er, wenn du ein Verbrechen begehst. Und das ist verdammt stark und das tun wir mit ziemlich vielen Kreaturen, mit dem Knöchling, das sind 3 Karten, die Entgleisung, 2 Karten,
Mit dem Fulcrum 4 Karten, mit dem Schuss des Sheriffs nochmal 4 Karten, mit dem versengenden Schuss nochmal 4 Karten. Und. Und deswegen kommen wir noch zur letzten Karte, die nämlich auch nochmal ein Verbrechen begeht. Das ist nämlich der Schrecken der Gipfel. Ist ein Reprint, aber ist eine verdammt starke Karte. Ist zwar ein Drache, kein Gesetzloser, aber trotzdem verdient in diesem Deck, denn er ist 5-4 mit Fliegend und Zaubersprüche, die deine Gegner wirken. Und die den Schrecken des Gipfels als Ziel haben, kosten beim Wirken zusätzlich 3 Lebenspunkte. Und immer wenn eine andere Kreatur unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, fügt der Schrecken der Gipfel einem Ziel deiner Wahl Schadenspunkte in Höhe der Stärke der Kreatur zu. Heißt also, immer wenn ich eine Kreatur spiele, begehe ich eigentlich sozusagen ein Verbrechen, weil ich dann ja den Gegner oder eine Kreatur auf seinem Spielfeld ziele, um ihm halt Schadenspunkte zuzufügen. Eine tolle Karte. Kommen wir zur Mana Base. Da spiele ich dreimal. Passt das hier noch in die Ecke? Na, theoretisch müsste ich alles eigentlich einmal so ein bisschen rüberschieben, wenn das geht. Mehr oder weniger. Haben wir auf jeden Fall hier dreimal das schroffe Ödland. Macht mich zwar ein bisschen. Ich lese das mal vor. Es ist eine Wüste. Kommt getappt ins Spiel. Wenn das Ödland ins Spiel kommt, fügt es einem Gegner einen Schadenspunkt zu. Einen Schadenspunkt zufügen heißt also, es ist wieder ein Verbrechen. Tappen macht ein schwarzes oder ein rotes Mana. Ist dreimal drin, weil ich mir gedacht habe, ja, ich habe halt, wenn man guckt, sehr viel hier im 2-Mana-Slot. Ne? Der breitet sich ja gerade auch noch auf den 3-Mana-Slot aus. Ne? Also ich bin sehr günstig unterwegs. Aber auf der anderen Seite wiederum habe ich hier doppelt rot, doppelt schwarz. Am Anfang habe ich hier nur schwarz gefühlt. Deswegen habe ich hier dreimal das Ödland drin, weil es einfach ein Doppelland ist und mir dadurch halt einfach die doppelten Farben gibt und halt ein Verbrechen. Aber ich wollte auch nicht 4 reinpacken, weil mir das dann doch irgendwie vielleicht auf der anderen Seite wiederum ein bisschen zu langsam ist. So, dann spiele ich nämlich noch dazu 10 Sümpfe. Na, lass mich kurz hören. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Richtig. Zack. Ich mal hier unter den Schrecken der Gipfel und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Gebirge. Ja, damit wir dann insgesamt auf die 22 kommen. Das ist das Main Deck. Heißt also, es spielt viel mit Gesetzlosen, es erzeugt Gesetzlose. Es gibt Gesetzlosen Eile und Erstschlag. Immer wenn ich einen Gesetzlosen spiele, füge ich dem Gegner einen Schadenspunkt zu. Aber es setzt auch sehr viel auf Verbrechen begehen. Na, Kreaturen kriegen eine Marke. Kreaturen, oder ich erzeuge ein Söldner, natürlich, klar. Oder ich erzeuge Zombies. Ja, das ist da auch sehr wichtig. So, kommen wir zum Sideboard. Da habe ich zum einen erstmal noch ein Gebirge drin. Einfach theoretisch, um vielleicht noch ein schroffes Ödland auszutauschen gegen ein Gebirge. Falls es mir dann doch ein bisschen zu langsam ist und Gebirge ist dann doch schon ein bisschen wichtig, weil ich ja alles doppelt habe, deswegen ein Gebirge und kein Sumpf. Lege ich da mal hier, zack, und dann 4-Mana-Slot. So, zweimal habe ich hier dann noch drin Akul, der Reuelose, für 2 schwarze und 2 rote, eine 5-5-Kreatur mit Fliegend und Trampelschaden. Opfere 3 andere Kreaturen, du kannst eine Kreaturenkarte aus deiner Hand ins Spiel bringen. Aktiviere diese Fähigkeit wie eine Hexerei und nur einmal pro Zug. Dachte ich mir, ist einfach schön, haben wir nochmal einen Flieger, der auch ein Gesetzloser ist und theoretisch Kreaturen zurückbringt. Auch ganz nett. Ist einfach, Sideboard ist ja situationsabhängig. Ne? Darum habe ich hier noch zwei bei den Stachelschwanzschrecken. Ne? Für 4 Mana eine 7-7-Kreatur, sagt Fliegend und Trampelschaden. Und er hält -1/-1 für jede Karte auf deine Hand. Und aushecken für 3 Mana. Du kannst also 3 Mana bezahlen und diese Karte aus deiner Hand ins Exil schicken. Wirke sie zu einem späteren Zeitpunkt wie eine Hexerei ohne ihre Mana-Kosten. Also einem späteren Zug wie eine Hexerei ohne ihre Mana-Kosten zu bezahlen. Spiel aushecken wie eine Hexerei. Auch eine tolle Karte. Wir haben viel im 1- und 2-Mana-Slot. Heißt also, wir werden auch schnell unsere Hand leer spielen. Deswegen wird der auch wahrscheinlich immer ziemlich groß werden. Aber dachte ich mir, ich möchte auch thematisch noch im gesetzlosen Verbrechen-Thema bleiben, deswegen hat der Schrecken es auch nur ins Sideboard geschafft und nicht ins Main Deck. Man muss Prioritäten setzen, Leute.
Genauso wie Magda, die Schatzhüterin. Für ein billiges, ein rotes 2-2. Immer wenn du ein Verbrechen begehst, erzeugst du einen getappten Schatzspielstein. Diese Fähigkeit wird nur einmal pro Zug ausgelöst. Das ist super, sie ist aber auch selbst kein Gesetzloser. Und auf ihre 3 Schätze erzeuge einen 4-4 roten Skorpion, Drache, Kreatur und Spielstein mit Flugfähigkeit. Und alle aktiviere diese Fähigkeit während der nächsten Reihe. Ist halt die einzige Möglichkeit, oder sie gibt uns die einzige Möglichkeit, halt Schätze zu erzeugen. Deswegen, bis wir 3 Schätze haben. Aber natürlich, immer wenn ich Verbrechen begehe, halte ich einen getappten Schatzspielstein. Das ist schon sehr, sehr mächtig. Ich habe sie halt jetzt nur im Sideboard, weil ich mir gedacht habe, ja, sie ist halt kein Gesetzloser. Und ich will halt schon die Gesetzlosen spielen, wie schon gesagt, weil die natürlich ja auch gewisse Vorteile haben in diesem Deck, ne? Wie halt Eile, Erstschlag und fügen Schaden zu, wenn sie ins Spiel kommen. Deswegen hier auch nur im Sideboard, aber auch eine tolle, tolle Karte, die man noch austauschen kann. Dann haben wir noch hier 2x großer Eisenbahnraub für ein rotes Mana, eine Karte mit Exzess für plus 3 Mana. Enttappe alle Kreaturen, die du kontrollierst. Falls es deine Kampfphase ist, gibt es nach dieser Phase eine zusätzliche Kampfphase. Zum Draufhauen hier. 2 Mana könnte man auch bezahlen. Kreaturen, die du kontrollierst, halten plus 1 bis 0 und Erschlag bis zum Ende des Zuges. Oder man könnte noch ein rotes Mana bezahlen. Bestimme einen Gegner deiner Wahl immer, wenn eine Kreatur, die du kontrollierst, jenem Spieler in diesem Zug Kampfschaden zufügt, erzeuge einen getappten Schatzspielstein. Da hätten wir noch mehr Schätze, theoretisch. Und das ist natürlich hier auch ein Verbrechen. Deswegen auch noch eine tolle Karte hier fürs Sideboard. Angstrausch genauso für 3 Mana und ja, auch eine Exzessfähigkeit natürlich für plus 1. Ein Gegner deiner Wahl opfert die Hälfte der Kreaturen, die er kontrolliert, aufgerundet. Für plus 2, ein Gegner deiner Wahl wirft die Hälfte der Karten auf seine Hand ab, aufgerundet. Und für plus 2, ein Gegner deiner Wahl verliert die Hälfte seiner Lebenspunkte, aufgerundet. Kannst natürlich auch mehreres aktivieren. Dachte ich mir, ist auch noch eine tolle Karte, die halt einfach vielleicht mehr removelt, falls ich mir denke, oh Gott, der Gegner spielt da so viele kleine Viecher, dass ich dann da doch so mehr oder weniger ein Boardwipe brauche. Das ist natürlich kein Boardwipe, aber er zerstört die Hälfte der Kreaturen des Gegners, was eigentlich schon mal sehr schön ist. Gut. 2x haben wir noch Kehr weg, der Vollstrecker im Sideboard für 3 Mana, 3-3. Immer wenn du ein Verbrechen begehst, schicke bis zu eine schwarze Karte deiner Wahl aus deinem Friedhof ins Exil und kopiere sie. Du kannst die Kopie wirken. Falls du dies tust, verlierst du 2 Lebenspunkte. Auch noch schön, ja, weil ich halt Karten kopieren kann, aber habe ich dann doch nicht so im Main Deck gefühlt tatsächlich. Hätte man vielleicht umbauen können, irgendwie die Blutdealerin raus, sage ich jetzt mal, weil es natürlich nur ein Ankam ist, aber trotzdem finde ich die Karte eigentlich ziemlich toll, deswegen wollte ich die eigentlich drin haben, weil die halt immer levelt, wenn immer stärker wird über die Zeit, aber hier Kevek ist auch eine tolle Karte, kann ich auch immer empfehlen. Und für 2 Mana hier, oder noch nicht für 2 Mana, aber 2x im Deck, im Sideboard, haben wir die unstillbare Habgier für ein schwarzes Mana, eine Hexerei mit Exzess für plus 2. Du suche deine Bibliothek nach einer Karte, mische danach und lege die Karte oben drauf. Wäre halt einfach theoretisch, um die Karte rauszusuchen, die wir fürs Deck brauchen oder in der Situation brauchen. Und allgemein ist die Karte auch noch schön, weil sie für 3 schwarze Mana sagt. Das ist natürlich dann wiederum hart, weil 3 schwarze Mana ist immer schwer zu bekommen. Erst recht, auch wenn man zweifarbig spielt. Okay, Gott sei Dank spielen wir nicht dreifarbig, aber deswegen auch nur im Sideboard. Ein Spieler deiner Wahl zieht 3 Karten und verliert 3 Lebenspunkte. Würde uns natürlich den Kartenvorteil geben, würde uns die Karten ziehen lassen, die wir brauchen. Das hat man ja in Schwarz nicht unbedingt so viel. Und wir sind ja ziemlich günstig unterwegs. Deswegen haben wir die hier auch noch im Sideboard. Gut. Damit haben wir Hanks Full Power Deck zu Outlaws von Fun Attraction. Gesetzlose und Verbrechen. Das ist auch mein Motto. Hier, der schwarz gekleidete Cowboy. Sehr, sehr cool. Ich liebe diese Farbkombination. Das Set hat so viele verschiedene starke Karten. Deswegen auch die Sideboard-Karten sind alles eigentlich Karten, die man hätte auch ins Main-Deck reinpacken können. War auch schon echt schwer, sich dann da noch zurückzuhalten und ein 60-Karten-Deck zu bauen und nicht irgendwie dann doch plötzlich 65 Karten in seinem Deck zu haben. Aber das auf jeden Fall dazu. Ich bin mal gespannt, wie es sich dann am Ende schlagen wird gegen die anderen Spieler. Denn die anderen, weiß ich auf jeden Fall, da die Decks sind im Full-Power-Bereich nochmal deutlich stärker als im Kamm-Bereich. Schwarz-Rot hat auch im Kamm-Bereich schon sehr dominiert oder sehr gut funktioniert, sagen wir es so. Aber ich hoffe, es wird ausreichen, um meinen Erzfeind Drain zu besiegen. Ja. Und das sollte es auch. Gut.
Und dann bin ich auch jetzt raus. Vergesst nicht zu liken, zu kommentieren und zu abonnieren. Und dann wünsche ich euch noch viel Spaß mit Magic the Gathering und erst recht Outlaws von Thunder Junction. Und dann reite ich jetzt in den Sonnenuntergang. Yeehaw!